Hi Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe ein ganz, ganz kurzes Video für euch. Ich war nämlich heute in Action und ich wollte unbedingt mit euch diese schönen Geburtstagskarten oder Grußkarten oder zu bestimmten Anlässen zeigen. Ich weiß nicht, die haben so tolle Sachen gehabt, nicht nur für uns Erwachsene, auch für Kinder. Und zwar Spider-Man. Ich weiß, das ist mehr so Jungs-Sachen halt. Die mögen schon so die 5-, 6-Jährigen, auch ältere bisschen. Also ich muss euch sagen, für den Preis ist wirklich echt so schön. Dann habe ich etwas gekauft, vielleicht etwas mehr so für uns Erwachsene. Das ist leider 3D, leider sieht man das jetzt nicht. Dann für ein Mädchen, das mag sehr gerne Frozen. Also ich finde das wirklich wunderschön. Normalerweise kosten die alle zwischen 4 und 5 Euro. Und dann habe ich etwas gekauft für meinen Sohn. Er ist momentan total McQueen-Fan. Also nicht Fan, aber er mag halt McQueen-Auto und so. Ja, und ja, ich werde ihm das zum seinen Geburtstag schenken. Die Karte zum dritten Geburtstag. Dann habe ich etwas gefunden. Ich weiß nicht warum. Ich konnte da nicht vorbeigehen. Das sind die Ariel. Dann ist das nicht die. Wissen das noch? Ariel und Aschenputtel? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, die drei fand ich so schön. All Girls Can. Ich habe mir einfach gedacht, die muss ich nehmen und die war gar nicht so teuer. Ich finde die so süß. Ariel mit der Gabel, also wirklich total schön. Und dann diese 3D, das schaut leider Gottes jetzt nicht so schön aus im Video, wie wenn man es so sieht. Ich finde diese so schön. Diesen Bären, also der ist wirklich so schön. Und dann habe ich noch eine 3D gekauft. Also das ist wirklich wunderschön. Ich wollte euch die Karten gerne zeigen, ja, weil ich sie persönlich schön finde und ich hoffe, sie gefallen euch auch. Welche Karte würdet ihr wählen, wenn ihr könntet? Oder habt ihr ganz andere Geschmäcker? Natürlich habe ich jetzt auch ein bisschen mehr geschaut für halt für auch so für Jugendliche ein bisschen mehr. Für uns Erwachsene werde ich noch einmal hingehen, aber ich finde trotzdem, ich finde die Karten irgendwie total süß. Also das ist mehr so für eine erwachsene Karte, aber die anderen oder diese drei mit Ariel oder dieses, die Ella von Frozen, also wirklich, ich finde sie wunderschön. Oder malt ihr selber, bastelt ihr selber, schreibt es mir doch unten in den Kommentaren. Ich würde mich freuen und ich würde sagen, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Eure Lola.